Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Ja, schaut mich an. Ich sehe ein bisschen übernächtigt und abgekämpft aus und das bin ich tatsächlich auch. Ich hatte einiges an Ärger in dieser Woche und speziell die letzte Nacht und darüber möchte ich euch erzählen. Es haben das natürlich viele gemerkt. Meine Videos waren von gestern Donnerstagabend bis heute Freitag morgen komplett offline, also es gab keine Dampferhimmel-Videos mehr im Internet. Das war ganz schlimm. Ich habe auf meine Webseite geschaut, dampferhimmel.de, auch dort. Es war kein einziges Video mehr da. Und das war ganz schlimm. Und ich möchte euch erklären, wie es dazu gekommen ist. Die ganze Geschichte ist ein Urheberrechtsstreit und zwar ein ganz, ganz mieser. Ihr werdet im Laufe der Geschichte merken, warum. Ich muss ein bisschen ausholen. Es geht um ein YouTube-Netzwerk. Es gibt YouTube-Netzwerke, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es war vor ein paar Monaten in der Presse und zwar vom Simon, heißt er glaube ich, Simon Unge. Der hatte zwei riesengroße Channels, die hießen Ungefilmt und Ungespielt. Und der hat aufgrund oder wegen Differenzen mit seinem Netzwerk, hat er seine zwei Kanäle komplett gelöscht. Das waren riesige Kanäle. Riesige Kanäle, also nicht so wie mein Kanal. Mein Kanal ist ein klitzekleiner Kanal auf YouTube. Nun, diese YouTube-Netzwerke, warum ist man da überhaupt dabei? Das hat kann verschiedene Vorteile bringen. Man hat einerseits eben, die versuchen möglichst viele YouTube-Kanäle unter ihr quasi Netzwerkdach zu bringen. Und dadurch können natürlich Synergien geschaffen werden. Also da können dann verschiedene Kanäle ganz einfach miteinander zusammenarbeiten. Man könnte zum Beispiel kleinere Kanäle pushen, damit die schneller größer werden und sowas. Oder es gibt auch viel Zusammenarbeitsmöglichkeiten, in denen das Netzwerk zum Beispiel technische Infrastruktur zur Verfügung stellt, irgendein Aufnahmestudio, irgendwie sowas. Die ganz großen Netzwerke, die machen sogar Tourneen mit ihren YouTubern, aber eben das ist natürlich für uns Dampftuber überhaupt keine Option und das will ja auch keiner. Und die versprechen natürlich auch immer, ja, man verdient dann mehr Geld. Und das ist aber für uns Dampftuber noch einmal überhaupt keine Option, weil wir da einfach viel zu wenig Klicks haben. Sie sagen auch, sie bringen mehr Zuschauer auf unsere Videos. Funktioniert auch nicht bei uns, weil unsere Zuschauergruppe, die ist einfach begrenzt. Es sind Dampfer. Einfach so viele Dampfer gibt es und die gucken Videos. Natürlich werden das immer mehr. Aber man kann jetzt nicht einfach so plötzlich 30% mehr Zuschauer generieren. Muss man auch nicht. Ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Also das sind so die Vorteile, warum man einem Netzwerk beitritt. Aber eben, das war nicht der Grund bei mir und auch bei den anderen nicht. Die meisten Dampftuber sind bei einem Netzwerk und fast alle sind bei dem gleichen, bei dem ich jetzt auch war. Und dieses Netzwerk heißt Mediapuls. Der Grund bei mir war und bei den wahrscheinlich allen Dampftubern war, die rechtliche Sicherheit. Weil man hat ja als YouTuber hat man eigentlich keine rechtliche Stimme gegenüber YouTube zum Beispiel. Also wenn man einen Urheberrechtsverstoß angezeigt kriegt von YouTube, dann hat man irgendwie keine Chance mehr als einzelner YouTuber, weil man kann nicht mit YouTube telefonieren, die einfach mal anrufen und sagen, hey, hallo, guck mal, also das ist ja jetzt, naja, wisst ihr, wie ich meine. Nein, mit YouTube kann man nicht sprechen. Das sind alles nur immer automatisierte Formulare und Rückantworten und, und. Also, und da hat natürlich ein Netzwerk ein viel größeres Gewicht. Wenn ein einzelner YouTuber was schreibt, sagen die, ja, schon okay. Aber wenn ein Netzwerk schreibt mit 1000 Kanälen, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. So, das war ein Grund. Der andere Grund ist der politische Grund. Also wir wissen ja nicht, wie die rechtliche Lage für unsere Kanäle ist mit der neuen Tabakrichtlinie. Es könnte sein, dass unsere Kanäle alle abgewürgt werden. Und da hat man sich natürlich auch erhofft, dass so ein Netzwerk natürlich ein bisschen mehr Gewicht hat und da für uns eintreten kann. Ihr werdet im Verlauf
der Geschichte merken, dass das der größte Lacher überhaupt ist, weil diese Leute sind völlig unfähig und Dilettanten und die hätten uns niemals, niemals auch nur irgendwie helfen können. So, ich möchte nicht zu lang werden. Ich bin übrigens auch nicht vorbereitet, also ich werde Versprecher haben, ich werde auch Schnitte haben. Ich entschuldige mich dafür, aber es war einfach, es war zu viel los. Gut, ich bin dieses Netzwerk Mediapuls. Ich habe davon gehört schon und der Chef da, der Benedikt, der ist dann extra an die Messe nach Oberhausen gekommen im letzten Oktober und der hat da quasi die YouTuber beworben, kommt zu uns ins Netzwerk und wir gucken zu uns und so. Und er hat mich da auch angesprochen und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr jemanden kennenlernt und da gibt es so kleine Glocken im Hinterkopf, die sagen, und das war bei mir so. Ich habe deshalb auch, ich habe gesagt, nee, jetzt, ich habe keine Zeit für dich, aber ich guck's mir an, ich schaue es mal an. Und ich habe dann mit mehreren YouTubern geschrieben, die schon in diesem Netzwerk drin waren, haben gesagt, wie ist das da, wie läuft das? Und die haben alle gesagt, dort, das funktioniert, das ist wunderbar und so weiter. Und ich bin dann auch beigetreten, ich weiß nicht mehr, im November oder im Dezember war es. So, das hat anfänglich auch alles gut geklappt, also mit der Einbindung. Es ist dann so, dass die Werbeeinnahmen, die Monetarisierung, habe ich das schon erzählt? Falls ja, schneide ich es raus. Wir monetarisieren ja unsere Videos. Also es gibt die kleine Monetarisierung, die habe ich zum Beispiel in meinem Kanal. Da seht ihr einfach unten am Video ungefähr hier, habt ihr so einen kleinen Werbebalken, den ihr wegklicken könnt. Und es gibt die große Monetarisierung, wo vor das Video ein Werbevideo geschaltet wird. So, mit diesen Werbungen kommt natürlich Geld rein. Wobei, ich muss euch gleich sagen, das ist lächerlich wenig Geld. Also, weil wir Dampftuber, wir haben einfach nicht die nötige Reichweite. Das ist auch nicht nötig von mir aus gesehen. Also mir ist das ja nicht um Geld gegangen. Die großen Gamer-Kanäle, die Let's Play-Kanäle, die Beauty-Kanäle, die verdienen natürlich richtig Geld damit. Aber für uns ist das mehr nur so Nebeneffekten, Taschengeld. Naja, aber gut, wie dem auch sei. So, und an dieser Monetarisierung verdient das Netzwerk jetzt auch. Und diese Monetarisierung wird nicht mehr an mich direkt von YouTube überwiesen, sondern ans Netzwerk. Und das Netzwerk rechnet das dann mit mir ab und überweist mir mein Geld. Und man darf nicht über Zahlen reden, da gibt es Stillschweigeabkommen, aber das ist so ungefähr ein Drittel ans Netzwerk, zwei Drittel an den YouTuber. Oder es ist, kann auch ganz anders sein, ist ganz verschieden. Wie gesagt, am Anfang hat das relativ gut geklappt. Also da ist monatlich eine Abrechnung gekommen und da wird dann auch Geld geschickt und so. Und plötzlich war das nicht mehr. Also es sind keine Abrechnungen mehr gekommen. Viele YouTuber haben überhaupt kein Geld mehr von denen bekommen. Und man konnte die anschreiben oder versuchen anzurufen. Da hat keiner mehr abgenommen, da hat keiner mehr geantwortet. Man hat einfach nichts mehr gehört. So. Und dann irgendwann, das war vor 2 oder 3 Monaten, weiß nicht mehr genau, man sieht im Kanal, im Videokanal immer, bei welchem Netzwerk man ist. Und da heißt es dann eben Media Puls oder Plus. Ich weiß nicht, ob die Puls oder Plus heißt. Ist ja egal. Und plötzlich hieß es da eben Stage 4 Motorsport. Also Stage 4 Motorsport. Also man hat da, ohne uns zu informieren, hatte man irgendwie das Netzwerk geändert. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso und überhaupt. Wäre mir grundsätzlich auch noch egal gewesen, aber ist natürlich so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ich habe ja einen Vertrag mit Mediapuls und plötzlich bin ich bei Stage 4 Motorsport. Also was soll das? Ich habe da natürlich wieder hingeschrieben zu Mediapuls und gesagt, was ist jetzt da los? Keine Information. Erst viel später kam da mal eine absolut nichtssagende Mail. Ja, das hätte nur irgendwie technische Gründe, was weiß ich was. Man müsse das nicht beachten. So, gut. Ich werde schon wieder zu warm. Also, jetzt. Mir hat das alles nicht mehr gepasst. Und ich habe dann gesagt, nee, ich will da nicht mehr dabei sein. Das ist mir zu schwammig, zu unsicher. Und ich habe dann gekündigt. Ich habe einen Vertrag von beiden Seiten unterschrieben mit Kündigungsfrist und so. Und ich habe dann gekündigt per eingeschriebenen Brief, wie man das halt so macht. So. Und dann ist erstmal nichts passiert.
Dann habe ich da wieder hingeschrieben zu Mediapost, habe gesagt, ey, habt ihr meine Kündigung bekommen? Wie geht's jetzt weiter? Es ist wieder nichts passiert. Ich habe nochmal nachgefragt, könnt ihr mich jetzt endlich aus dem Netzwerk entlassen, bitte? Nix. Bis am letzten Freitag, also heute vor einer Woche, plötzlich, ich schreibe gerade mit Navy Lifeguard, weil der hatte genau das gleiche Problem, ich schreibe gerade mit dem und plötzlich bin ich raus. Habe ich gesehen, zack, jetzt ist es weg, dieses Stage 4 Motorsport. Also ich war wieder ein freier YouTube-Kanal und der Navy übrigens auch gleichzeitig. So, und dann habe ich mich genauer in meinem Kanal umgeschaut und dann habe ich aber etwas gesehen. Und zwar habe ich gesehen, dass sämtliche Videos, meine Videos, das sind 331 Videos, die waren jetzt plötzlich auf Stage 4 Motorsport monetarisiert. Das heißt, Stage 4 Motorsport hat Urheberrechtsanspruch auf sämtliche meine Videos erhoben. So, und das war ein Schock. Da war ich jetzt echt geschockt. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht möglich. Das sind meine Videos, das ist mein Content, mein Inhalt. Das kann nicht sein, dass da irgendeine Firma, mit der ich noch nie in meinem Leben etwas zu tun hatte, Anspruch, Urheberrechtsanspruch auf meine Videos erhebt. Beim Navy war es genau gleich. Und wir haben dann noch geschrieben, gesagt, ja gut, das kann irgendwie nicht sein, das muss ein Fehler sein. Warten wir mal, vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen beim Entlassen unserer Kanäle aus dem Netzwerk. So, und wir haben gewartet bis Sonntag, es ist nichts passiert. Und ich habe die natürlich wieder angeschrieben, habe gesagt, hey, was ist los? Gebt sofort meine Videos frei, das geht ja nicht. Es ist nichts zurückgekommen, natürlich nicht. Die haben mir nicht zurückgeschrieben. Ich habe dann auch Stage 4 Motorsport angeschrieben, habe gesagt, was soll das? Es ist nichts zurückgekommen. Ich habe einen Urheberrechtseinspruch gemacht bei YouTube über meine eigenen Videos, das muss man sich mal vorstellen. Und es ist natürlich auch nichts zurückgekommen. So, und jetzt hatte ich ein Problem. Wie gesagt, es geht mir nicht ums Geld, aber es geht mir um 4 Jahre Arbeit. Das sind meine Videos. Ich habe 4 Jahre lang an diesen Videos gearbeitet. Und das war viel Arbeit, das könnt ihr mir ja glauben. Und jetzt kommt plötzlich irgendjemand daher und sagt, zack, so, das sind jetzt meine Videos, nicht mehr deine. Ich habe jetzt Urheberanspruch drauf. Und ja, da hatte ich echt eine Krise, ich muss es euch sagen. Ich war jetzt drauf und dran, meinen Kanal zu verlieren. Nicht den Kanal, aber meinen Inhalt, meine Videos. Auf das kommt es ja eigentlich an. Und was tun? Ich meine, es gibt 3 Parteien, die etwas hätten tun können. Das ist YouTube, das ist Mediapulse und das ist Stage 4 Motorsport. Aber diese 3 Parteien waren nicht gewillt, etwas zu tun. Die haben sie einfach totgestellt. Und auf der anderen Seite war ich hätte etwas tun wollen, aber ich konnte nicht. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendetwas zu unternehmen. So, und da habe ich dann, ich habe mir das gestern den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag überlegt. Und ich bin zum einzigen Schluss gekommen, ich muss hier eine krasse Aktion fahren, weil ich habe sonst keine Chance. Ich verliere meinen Content. Ich habe dann aber, ich bin kein Mensch, der reinschießt. Ich will es nicht einfach mit Leuten verderben. Ich habe dann noch einmal, gestern Nachmittag, habe ich Mediapulse angeschrieben und ich habe Stage 4 Motorsport angeschrieben. Ich habe gesagt, bitte noch einmal, letzte Möglichkeit, um das gütlich zu einigen. Bitte lenkt jetzt ein, gebt mir meinen Content zurück, mein Urheberrecht zurück und dann können wir es noch im Guten lösen. Weil wenn ihr das jetzt nicht macht, dann werde ich meinen Anwalt losschicken müssen. Es geht ja nicht mehr anders. So, und es ist natürlich nichts zurückgekommen. Ganz klar, die haben sich alle totgestellt. Ich habe noch versucht, den Benedikt anzurufen, mehrfach. Er hat das nicht abgenommen, also naja. So, und deshalb habe ich dann am Abend um 10 vor 8, glaube ich, war ich, habe ich sämtliche Videos auf privat gestellt. Weil, stellt euch nochmal vor, die Situation ist diese, es sind meine Videos, ich habe sie gedreht, ich habe sie raufgeladen und da läuft jetzt Werbung drin in diesen Videos, aber dieses Geld geht an andere Leute, nicht an mich. Noch einmal, es geht nicht um Geld, das ist Kleingeld, worüber wir hier reden, aber es geht ums Prinzip. Es darf nicht sein, dass die mit meinem Inhalt Geld verdienen und dass die einfach behaupten können,
mein Inhalt, mein Content, meine Videos wären ihr geistiges Eigentum. Das geht einfach nicht. So, ich habe dann gleichzeitig, wie ich die Videos privat gestellt habe, habe ich natürlich einen Post auf meiner Dampferhimmel-Facebook-Seite gemacht, um es den Leuten zu erklären. Und habe ich ihm, es tut mir leid, eben, ich musste die Videos auf privat stellen aus diesen und diesen Gründen. Ich kann euch das hier, diesen Post hier zeigen. So habt ihr ausgesehen. Dann, das hat irgendwie riesig Anklang, also Anklang nicht, aber das hat irgendwie riesig die Runde gemacht. Ich habe innerhalb Minuten habe ich Dutzende von Nachrichten gehabt von Leuten, die sagen, hey, was ist los, wo sind deine Videos, was soll der ganze Blödsinn hier, das geht doch überhaupt nicht und so weiter. Und naja, und dann ist etwas Seltsames passiert, weil plötzlich war mein Posting auf meiner Dampferhimmelseite war weg. Einfach so, plötzlich. Und das hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben. Und ich habe dann sofort die Leute gefragt, hey, habt ihr Screenshots gemacht? Ihr habt jetzt gerade einen Screenshot gesehen. Zum Glück haben das Leute gemacht. Aber dieses Video wurde einfach von meiner Dampferhimmelseite gelöscht. Und das hat mich ein wenig, ich finde es ein bisschen besorgniserregend. Und ich weiß, dass das nicht nur bei mir passiert ist, sondern auch in einer Dampfergruppe, wo ein User meinen Post geteilt hat. Und auch da ist dieser Post plötzlich verschwunden. Und also soweit ich es beurteilen kann, ist mein Facebook-Account nicht gehackt worden. Ich habe zwar dennoch das Passwort geändert, aber es sieht nicht aus, wie wenn der gehackt worden wäre. Also käme eigentlich nur noch in Frage, dass Facebook das gelöscht hat, also dass sie angehalten wurden, das zu löschen. Aber warum sollte Facebook das tun? Das war ein sachlicher Post, ein freundlicher Post. Ich habe die Wahrheit geschrieben in diesem Post. Also ich habe nicht übertrieben, ich habe niemanden schlecht gemacht. Ich habe nicht zu einem Shitstorm aufgefordert oder irgendwie etwas. Also es war ein ganz normaler Post. Warum sollte Facebook den löschen? Also eine ganz schlimme Sache, finde ich. Hat mir so ein bisschen ein spooky Gefühl gegeben. Nun, auch wie auch immer, es hat dann tatsächlich dieser Post, den haben natürlich schon sehr viele Leute gelesen und der hat dann einen Shitstorm ausgelöst. Und bei Stage 4 Motorsport und dann auch bei Mediapulse und es ging so weit, dass Stage 4 Motorsports die gesamte Facebook-Seite runtergenommen hat. Und jetzt plötzlich, oh Wunder, jetzt plötzlich haben die mich angeschrieben. Jetzt konnten die plötzlich beide alle mit mir kommunizieren. Blöd nur, weil die ihre Facebook-Seite runtergenommen haben, kann ich nicht zurückantworten. Hätten sie eigentlich wissen müssen. Also ich konnte ihnen gar nicht zurückschreiben. Ja, ihr seht, eine unglaubliche Geschichte. Wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich bin dann bis morgens um 2 habe ich da noch mich versucht darum zu kümmern, aber es hat alles nicht viel gebracht. Ich bin dann morgens um 6 wieder aufgestanden und dann habe ich gesehen, dann sind viele meiner Videos waren wieder auf mich im Urheberrecht umgemünzt und ich konnte dann tatsächlich irgendwie, was waren das, 317 Videos, konnte ich wieder öffentlich schalten und auf mich monetarisieren. Also die hatten sie dann tatsächlich wieder freigegeben. 14 waren nach wie vor auf Stage 4 Motorsports monetarisiert und das sind sie auch heute noch. Heute ist Freitagabend und ja, eigentlich war die Deadline, die ich ihnen gestellt habe, Freitagabend, also heute 17 Uhr, das haben sie nicht geschafft. Wenn sie es bis Sonntag nicht schaffen, werde ich Montagmorgen zum Anwalt gehen und dann wird das ein Rechtsfall werden, weil ich kann mir sowas und ich möchte mir sowas nicht gefallen lassen. Das ist eine ganz üble Geschichte und dass so etwas überhaupt möglich ist. Gerade YouTube, die immer von Urheberrechten und sowas schwafeln und dass dann sowas möglich ist, das ist schon ein starkes Stück Musik. Ich habe dann heute Morgen mit Benedikt telefoniert. Plötzlich konnte man auch mit Benedikt wieder telefonieren, was man vorher monatelang nicht konnte. Und er hat mir gesagt, das hat mir auch Stage 4 schon am Abend geschrieben, immer wieder,
das sei keine Absicht gewesen. Also sie hätten nicht mutwillig mit meinen Videos Geld verdienen wollen, sondern das sei ein technischer Fehler gewesen. Sie hätten offensichtlich etwas falsch gemacht, als sie meinen und Navys Kanal aus dem Netzwerk entlassen hatten. Man hätte da noch irgendwelche Content Claims löschen müssen und das sei offenbar versäumt worden. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich dieser Firma Mediapuls und dem Benedikt und auch diesen Stage 4, was auch immer, wie die alle heißen, dass ich denen nicht mehr wirklich viel Glauben schenke. Aber ich möchte sie auch nicht einfach verurteilen. Es wäre möglich, dass es tatsächlich so gewesen ist. Also dass es wirklich, dass sie irgendetwas einfach verschlampt haben beim Entlassen unserer Kanäle aus dem Netzwerk. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben, aber es wäre zumindest möglich. Und ich meine, die ganze Art, wie dilettantisch, dass sie vorgegangen sind über die ganzen Monate, das könnte das schon auch, ja, man könnte es sich vorstellen, dass da einfach wirklich Unvermögen ohne Ende im Spiel war. Durchaus auch eine Möglichkeit. Also, ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber die Geschichte ist so oder so äußerst unschön und äußerst unprofessionell. Also sowas darf einfach nicht passieren. Und mir war das eine ganz große Lehre. Also ich werde in meinem ganzen Leben nie mehr, ganz sicher nie mehr einem YouTube-Netzwerk beitreten. Und wenn sie mir Millionen bieten und eine Flotte von Rolls-Royce und 27, 25-jährige Blondinen, vergesst es. Ich trete nie wieder einem Netzwerk bei, weil was ich jetzt diese Woche und die letzte Nacht durchgemacht habe, das ist überhaupt nichts wert. Also das ist wirklich, das ist einfach nur Quatsch und Blödsinn und Nerven und verlorene Lebenszeit. Und wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann würde ich euch empfehlen, mal lieber die Finger weg. Vielleicht gibt es seriöse, gute YouTube-Netzwerke, das weiß ich nicht. Aber ich werde nicht mehr Versuchskaninchen spielen, um diese guten aufzuspielen. Nee. Ja, jetzt gab es wieder einen Schnitt. Aber ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, weil ich habe gestern Abend so viel Solidarität erfahren. Das hat mich echt gerührt. Das hat mich wirklich gerührt. Es waren so viele Leute, die sofort auf dem Plan waren, die sagen, es geht gar nicht, Phil, lass dich nicht unterkriegen. Die dorthin geschrieben haben bei Stage 4 oder bei Mediapuls, die gesagt haben, spinnt ihr eigentlich, was macht ihr da, was soll das? Das war so viel Solidarität. Ja, ihr merkt's. Ich bin wirklich gerührt. Das hat mich sehr gefreut. Und es wird immer über die Dampferszene geflucht und gesagt, ja, die streiten sich nur und so. Aber ich habe gestern Abend wirklich gemerkt, wie da ein Ruck durch die Dampferszene gegangen ist. Also wenn es drauf ankommt, dann sind die Leute solidarisch und sagen, zack, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Und ja, darüber habe ich mich wirklich unglaublich gefreut. Und ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Super, dass ihr euch so für mich und meinen Kanal eingesetzt habt. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache, dass ich mitnehme. Ich versuche ja immer das Schöne aus Situationen zu ziehen. Und das ist etwas wirklich Schönes, das mir ganz viel Freude bereitet hat. Und ganz herzlichen Dank dafür. So, ich glaube, das war's. Ich gehe jetzt mal schlafen. Ich habe ein Schlafmanko seit irgendwie der dritten Klasse. Und das muss jetzt dringend behoben werden. Also, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.